Leute, das Jahr 2022 hat gerade erst angefangen. Beste Zeit, um sich auch für seine Pflege passende Vorsätze zu setzen. Passend zum Jahr 2022 gibt es von mir insgesamt 22 Vorsätze für deine Pflege. Und falls du dir persönlich auch einen bestimmten Vorsatz gesetzt hast bezüglich deiner Pflege, schreib ihn gerne unten in die Infobox rein. Und falls das Video gefällt, teile das Video liebend gerne mit deinen Freunden. Neues Jahr, neuer Duft. Wie wär's denn mit einem neuen Duft für das neue Jahr? Du kannst zum Beispiel einen Duft kaufen, passend zur Jahreszeit, oder einfach auch mal was komplett Neues ausprobieren, in die Parfümerie gehen und einfach mal was ausprobieren. Zweiter Vorsatz, finde das richtige Serum für dich. Für viele Männer ist das Wort Serum ein komplettes Fremdwort. Viele Männer haben wahrscheinlich auch noch gar kein Serum benutzt. Aber es gibt für jedes Hautproblem auch das passende Serum. Wie wäre es denn, wenn du da einfach mal in deine Hautpflege ein bisschen tiefer eintauchst und einfach das richtige Serum für deine Hautprobleme suchst? Das neue Jahr ist auch immer eine ideale Möglichkeit, um einfach mal einen neuen Bart auszuprobieren. Du hast zum Beispiel aktuell ein 3-Tage-Bart, dann probier doch einfach mal einen Vollbart aus. Und du findest dann vielleicht, dass der Vollbart dir nicht so gut steht, dann probier doch mal den Henry Quatre. Passt dir auch nicht? Wie wäre es denn mit einem Schnurrbart? Oder vielleicht auch mit einem Ziegenbart. Der nächste Vorsatz, probier doch einfach mal einen Buzzcut aus. Irgendwann ist auch mal gut gewesen, nicht nur mit Corona, sondern auch mit den langen Haaren. Und wenn man sich dann für eine neue Frisur entscheidet, ja, dann probier doch einfach mal einen Buzzcut aus, falls du ihn noch nicht gehabt hast. Denn der Buzzcut ist die maskulinste und männlichste Frisur überhaupt. Und Leute, er ist auch ganz einfach zu handhaben. Fünftens, trage jeden Tag Lichtschutzfaktor auf. Auch im Winter, im Januar, Februar oder März, solltest du Lichtschutzfaktor auftragen. Denn Licht ist der Number One Grund für Haut. Und gerade auch im Winter kommt das Licht auch durch die Wolken und durch das Glas durch und dementsprechend wird deine Haut auch beansprucht und deshalb solltest du auf jeden Fall deine Haut vor dem Licht schützen. Sechstens, nutze Retinol. Der aus dem Vitamin A gewonnene Wirkstoff Retinol ist wirklich das Beste, was du für deine Haut tun kannst. Denn Retinol stimuliert zum Beispiel die Kollagenproduktion und macht so einfach ein viel strafferes Hautbild, was auch wirklich spürbar ist und hat dementsprechend einen guten Anti-Aging-Effekt und es verkleinert auch zum Beispiel die Poren und verfeinert einfach dein Hautbild, um einfach nur ein paar Vorteile zu nennen. Siebtens, probier doch einfach mal eine andere Art der Rasur aus. Wenn du bis dato zum Beispiel dich nur mit einem Rasierapparat rasiert hast, wie wäre es denn mit einem Barttrimmer, dass du einfach mal deine Barthaare einfach nur ein Stück weit trimmst? Oder, was ganz anderes, einfach mal ein Rasiermesser benutzt und deine Konturen richtig schön fein rasierst oder vielleicht eine komplette Nassrasur wagst. Achter guter Vorsatz fürs neue Jahr, gerade für die Leute, die mittellange bis lange Haare haben, benutzt einen Conditioner. Wenn ihr regelmäßig einen Conditioner verwendet, könnt ihr somit auch die Nutzung des Shampoos so ein bisschen runterschrauben. Und Leute, ein Conditioner macht eure Haare einfach super weich und geschmeidig und anschließend fühlen sich eure Haare hervorragend an. Der neunte Vorsatz, den sollten sich vor allem die Bartträger hinter die Ohren schreiben, und zwar nutze eine Bartbürste. Eine Bartbürste hat direkt drei Funktionen. Zum einen peelt sie die Haut unter deinen Barthaaren, sie verteilt zum Beispiel Bartöl in deinem Bart und sie bürstet auch noch die Barthaare in die richtige Richtung. Eine passende Bartbürste als auch weitere Pflegeprodukte, um eure Vorsätze in 2022 zu erreichen, findet ihr unten in der Infobox. Zehnter Vorsatz, den wirklich alle Männer beherzigen sollten, und zwar nutzt eine passende Augencreme. Augencremes haben eine wirklich hochkonzentrierte Formulierung, damit die Haut, die empfindliche Haut an den Augen einfach perfekt gepflegt wird, mit Feuchtigkeit versorgt wird und einfach fester wird. Und dementsprechend kannst du auch so Falten an deinen Augenpartien vorbeugen. Elfter Vorsatz, bitte Leute, nehmt euch vor, und zwar pflegt eure Hände passend. Und damit meine ich nicht nur, dass ihr eure Hände grundsätzlich reinigen solltet und eure Fingernägel knipsen solltet, sondern versucht auch, eure Nägel passend zu feilen, eure Nagelhaut zurückzuschieben und einfach natürlich auch eure Hände grundsätzlich zum Beispiel mit einer Handcreme passend zu pflegen. So Leute, das waren die ersten 11 Vorsätze von 22. Die nächsten 11 folgen in Teil 2. Und falls du dir persönlich auch irgendwas Bestimmtes vorgenommen hast bezüglich deiner Pflege, dann schreib es mal gerne unten in die Kommentare rein. Schau auch gerne in die Infobox. Ich habe euch da passende Produkte verlinkt und ich wünsche euch auf diesem Weg schon mal ganz viel Erfolg beim Durchziehen eurer Vorsätze im neuen Jahr.